Willkommen auf dem YouTube-Kanal der Industrievertretung Krause. Wir zeigen euch heute unser neues Kabelmesser von Simco. Mit dem Kabelmesser kann ich einmal hier oben über den Bügel Kabel abmanteln. Und außerdem haben wir unten diesmal sogar mit einer Sicherung sogar eine Hakenklinge integriert. Wir haben mit diesem Kabelmesser die Möglichkeit, mehrere Kabeldurchmesser abmanteln zu können, denn wir können ganz einfach den Bügel hier oben gegen einen anderen Bügel austauschen und so dementsprechend auch einen größeren Querschnitt bzw. größeren Durchmesser abmanteln. Fangen wir mit dem Abmanteln von Kabeln an mit Hilfe des Bügels. Wir können hier als allererstes die Tiefe des Kabelmessers einstellen über unser Drehrädchen. Dadurch entscheiden wir, wie tief wir in den Mantel einschneiden können. Hier ganz gut zu sehen sind Kerben auf dem Gehäuse eingeprägt, damit ich auch bei mehreren verschiedenen Kabeln sehen kann, die und die Messertiefe ist eingestellt. Ne? Ich habe jetzt schon mal die richtige Messertiefe für unser Kabel eingestellt und kann dann den Bügel hochpacken, das Kabel einlegen und dann zu meinem Körper das Ganze hochziehen. Ich habe dann dementsprechend abgemantelt. Ne? Ich zeige euch jetzt nochmal an einem etwas größeren Querschnitt den Rund- und Längsschnitt. Wie man außerdem noch sehen kann, wir haben hier eine Öffnung, wodurch wir den Schnitt dann dementsprechend begutachten können. Ne? Selbst beim Schneiden. Einmal der Rundschnitt, dann der Längsschnitt und schon haben wir komplett abgemantelt. Ich zeige euch jetzt nochmal den Bügelwechsel. Wir haben hier eine kleine Einkerbung, wo Push drauf steht, also drücken. Hier kann ich einfach dann den zweiten Bügel nehmen, einmal kurz reindrücken und schon kann ich den Bügel entfernen. Und meinen neuen Bügel einsetzen. Kommen wir nun zur Hakenklinge. Wir haben hier die Möglichkeit, das Messer auch noch einzustellen. Für unseren großen Querschnitt muss ich das Messer ziemlich weit nach draußen fahren, damit wir ordentlich abmanteln können. Deswegen stelle ich es auf die höchste Stufe. Als nächsten Schritt muss ich die Hakenklinge entsichern, damit wir das Ganze dann nicht dementsprechend im Bein haben, wenn wir es mit der Hosentasche transportieren. Dann ansetzen. Mit Kraft ziehen, drehen. Und wenn Sie eine Hakenklinge öfter verwenden, dann ist Ihnen das sicher auch schon mal passiert, dass sie in Ihrem Arm gelandet sind. Passiert jetzt nicht mehr. Die ist nämlich sofort wieder versenkt im Messer und ich muss neu entsichern. Erst dann kann ich wieder ansetzen. Ne? Wenn man genau hinguckt, sieht man auch einen Pfeil, damit man dementsprechend auch die Schnittrichtung erkennt. Und schon können wir wieder weiter abmanteln.